wie immer sich Ohren abschneiden für eine bessere Experience und ganz alleine im Dunkeln spielen, damit wir sie in der Zeit, während sie nicht aufpassen, ausrauben können. Hallihallo, herzlich willkommen bei einer neuen klitzekleinen Folge der Trash Horror Collection. Wir spielen natürlich das nächste Spiel. Oh, mir wurde heute schon bekannt gegeben, dass es mehrere Trash Horror Collections gibt, aber die zweite kann man irgendwie in Deutschland auf Steam nicht kaufen. Deswegen muss ich zusehen, dass ich die Spiele irgendwie einzeln kriege. Kriegen wir aber eventuell hin, sofern ihr denn Bock auf noch mehr Trash Horror Collection habt mit Kreis. Das ist auch immer so ein Ding. Wir suchen uns natürlich das nächste Spiel aus und was soll ich sagen? Der Poopkiller, er ist endlich tot. Er ist weg. Er wird nicht mehr wiederkommen. Wir spielen The Clown's Fun. Ja, ein ganz normaler Job, langweilig, bla bla. Also, Steve arbeitet im Minimarkt und natürlich weit außerhalb und natürlich nachts und natürlich so gruselige Settings wie möglich. Oh yeah. Clowns Fun. Oh, das ist aber ein sehr kleiner Minimarkt. Ist jetzt schon alleine in so einem Minimarkt nachts zu arbeiten, weil es mit Arbeit zu tun hat, ist schon gruselig genug. So, Devolution. So, da ist die Kamera. Ach, mal wieder ein ganz normaler Tag. Reed, hi Steve. So, ich werde heute nicht im Laden sein können. Ich habe einiges zu tun, aber vergiss nicht dein Homework und was? Okay, ja, collect shopping carts. Okay, also draußen Einkaufswagen einsammeln, Boden putzen, Müll rausbringen und die Sachen in ihre Location bringen. Okay, warte. Wir machen erstmal ganz kurz. Die Tür ist zu, der Besen ist hier. Then I throw the trash. Okay, Cash Register. Hier ist ein Computer. Then I put that in place. Okay, das ist das Zeug, was irgendwie rumliegt. Ich wollte schon sagen, gibt's hier einen Zementmischer? Mach mal auf. Cat Food. Eiscreme, Karotten. Ach, und wieder im Supermarkt. Gut, dass Kies sich schon seit 2 Tagen nicht mehr meldet, ey. Sonst müsste ich den ganzen Tag Supermarktzeug spielen. Ah, ich würde ja gerne was arbeiten, aber es geht halt noch nicht. Okay, die Kamera ist jetzt auch nicht super geil platziert eigentlich, weil ich sehe ja überhaupt nichts. Also ich sehe ja gar nicht, wer da kommt. Ob die funktioniert? Ah ja, okay. Also man kann schon sehen, dass jemand kommt, aber wäre halt cooler, wenn man die Kennzeichen noch von den Autos hätte, ne? Das ist bestimmt so eine Datenschutzsache. Nabend, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Minimarkt. Wir haben Bier, wir haben Bohnen, wir haben Mais, wir haben Eis, wir haben Salat, wir haben auch Pokémon-Karten. Hi Jesse. Ey, na Brudi, Alter. Das Bier ist alkoholfrei, oder? Ich will nicht, ich muss noch fahren. Ich will nicht, dass das in einem Unfall endet. Ja, dieses Bier ist ohne Alkohol. Möchtest du noch irgendetwas? Danke, das ist alles. Wie viel schulde ich dir? Bier kostet $1. Hier, yeah, mein Freund, behalt den Rest. Kann ich dich was fragen? Danke sehr, ja klar. Hast du gar keine Angst, hier so alleine zu arbeiten? Vor allen Dingen, wenn dieser Killer draußen frei rumläuft? Ja, ich bin schon ein bisschen verärgert, beängstigt, aber ich brauche halt Arbeit. Okay, ja, ist ein guter Job. Dann gute Nacht. Alles klar. Dankeschön. So. Kann ich jetzt auch rausgehen und die Einkaufswagen zurückbringen? Nee. Oder kann ich? Ja, ich soll mein Zeug machen, klar. Will ich die ganze Zeit schon machen. Aber ich kann nicht raus. Und es hieß, ich soll draußen die Einkaufswagen sammeln oder nicht? Shopping Carts. On the parking lot.
Na, kann ich nicht machen. Ah, hinten können wir raus. So, da ist der Dump. Ah, so, erstmal die Einkaufswagen einsammeln, ey. Gibt aber auch immer diese Idioten, die nicht zurückbringen, ne? So, da hinten steht noch einer, extra beleuchtet. So, waren das alle? Von außen komme ich nicht rein. Ist das mal... Ich dachte, das wäre mein Auto. Das denn? Guck mal, jeder gute. Aber das ist selbst bei uns an der Tanke gibt's Hunde- und Katzenfutter, gell? Also. Ich hatte gerade irgendwie eine harte Vibration hier. Ich wollte nur noch mal hier in der Ecke gucken, aber hier ist auch nichts mehr, ne? Naja. Wem gehörte jetzt dieser Van? Ich darf das nicht benutzen. Kann ich mir einen Kaffee machen? Hm. Kommen auch keine Kunden. Ah, doch. Oder? Ich meine gerade ein Auto in der Ferne gehört zu haben, aber kann natürlich auch bei mir gewesen sein. Ey, du könntest jetzt einfach auch mal Müll rausbringen. Manchmal nicht so leicht. Hallo? Keiner da? Hallo? Sind hier noch Einkaufswagen? Möchte noch jemand was kaufen? Hm. Hallo Kamera. Ah. Dann broomen wir doch mal ein bisschen, solange keiner im Laden ist. Oder soll ich hier draußen fegen?
Kann ich den Besen nicht mehr? Take out the garbage. Oh. Jetzt habe ich das Spiel eventuell kaputt gemacht. Ja, habe ich. Doch nicht, hab's geschafft, repariert. Aber den Besen kann ich jetzt nicht mehr aufheben. Oh nein, da kommt wieder... Oh nein, Bettler. Oh, der Bettler kommt. Oh Mann. Hey, ich weiß, wer dein Dealer ist. Ich hab dich da schon mal gesehen. Hey Steve, na, wie geht's, mein Freund? Ich bin so hungrig, Mann. Kannst du mir nicht irgendwas zu essen geben? Du schon wieder, Will. Ey, ich hab dir schon mal gesagt, ne? Ich kann dir nichts geben. Ich arbeite. Was? Warum, Alter? Komm, gib mir doch ein bisschen was. Ich bin echt hungrig. Ich hab einen Stein gegessen, was? Ich kann nicht, Mann. Willst du, dass ich gefeuert werde? Bitte geh einfach. Hey, alles ist gut. Niemand hilft dir, ne? Hier, pass auf dich auf. Ne, er wird dir nicht vergeben, so. Okay, was? Sorry, Mann. Tut mir echt leid. Kann ich nicht machen, ey. Was machst du? Wir hätten uns gefeuert. Das weißt du genau. Hau ab. Geh weg. Sorry, Dude. Naja. So. Nächste, haben wir das auch gemacht? Wer ist denn der Freak, der draußen steht? Auf der Kamera kann man ihn nicht sehen. Ist auch irgendwie wieder weg. Okay. Hallo? Ganz schön pixeliges Gesicht. Ich meine, man kann die Grafik sogar hier Camera-Style, siehst du, du kannst es auch. Also wir könnten es auch hochauflösender spielen. Hey, ich hätte gern ein Päckchen Zigaretten. Gute Nacht. Haben Sie den Verrückten da draußen gesehen mit der Clownsmaske? Sorry, ich habe niemanden gesehen. Ich denke, du arbeitest zu viel. Naja, vielleicht Vorstellungen, vielleicht Einbildung. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, allein hier die ganze Nacht rumzuhängen. Naja, komm. Gib mir bitte diese Schachtel Zigaretten. Ja, okay. Danke, pass auf dich auf. Man kann natürlich auch noch so andere Filter nehmen. PSX. Dann könntest du noch einen Horrorfilter nehmen, dann wäre es noch so ein bisschen gesepiat. 95. Oder PlayStation. Ich meine, so war es vorgesehen, ne? So ist es gestartet, das Spiel. Auch wenn das andere natürlich irgendwie ein bisschen... Serials... So, dann räumen wir doch mal unser Zeug weg. Eiscreme, die steht natürlich schon die ganze Zeit hier, aber wir müssen erst den Müll rausbringen. Klar, Prioritäten und so. Naja. Dieses Auto schon wieder.
Ich bringe erstmal die Sachen kurz ins Regal und dann rufe ich die Polizei an, vorsichtshalber. Oh, geht nicht, oder? Polizei, wie kann ich Ihnen helfen? Gute Nacht, mein Name ist Steve und ich denke, irgendwer beobachtet mich während der Arbeit. Geben Sie mir mal Ihre Adresse, ich schicke Ihnen einen Polizisten. Minimarket, JK Avenue, okay. Keine Sorge, die Polizei wird bald da sein. Toll, jetzt ist er weg. Fährt da immer dieser Truck rum? Okay, aber Aufgaben haben wir soweit erledigt. Irgendwer lacht doch da, guck mal. Guck mal, wie er lacht. Warum läuft er hier rum? Wo geht er hin? Hä? Er ist verschwunden. Er ist einfach abgehauen. Kommt ein Auto, ist das die Polizei, ja. Ja, die werden wahrscheinlich gerade ziemlich zu tun haben mit dem Poopkiller. Und der Poopkiller ist ja auch unterwegs. So, warum geht der jetzt da zur Eismaschine? Ach so. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo? Polizei? Katzenfutter, Nudeln? Muss ich jetzt hinten rum oder was? Oh Gott! Alter, was hat das denn? Oh Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Ah nein, der Psycho, er hat die Bullen umgebracht. Scheiße, Mann. Polizei. Oh mein Gott, Alter. Was soll ich jetzt machen? Scheiße, Mann. Sieht echt aus. Soll ich da jetzt nochmal hingehen? Jetzt versteckt er sich im Mülleimer. Hallo. Oh. Was war das? Oh mein Gott. Er hat mir mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Psychopath! Oh mein Gott, ich wohne jetzt in seinem Haus, in seinem Clownshaus. Hallo? Hallo? Leben oder Tod? Hallo Steve, willkommen zu unserem Marathon der lustigen Spiele. Du musst ein paar Spiele spielen und dein Überleben liegt nur an dir. Hier sind die Regeln. Du hast 100 Punkte und du musst sie sehr weise einsetzen, wenn du es bis zum Ende machen willst. Wenn deine Punkte 0 erreichen, dann explodiert das explodierende Device an deinem Hals. Hahaha. So. Gehen wir ins erste Spiel. In front of you. Dein bester Freund Alfred hat eine Shotgun in seinem Kopf.
oder an seinem Kopf, auf seinen Kopf gerichtet. Das sind zwei Hebel. Einer gibt Leben und der andere nimmt Leben. So, wenn du ihn killst, verlierst du nur 10 Punkte und die Tür öffnet sich, damit du weitergehen kannst. Wenn du ihn am Leben lässt, wirst du 30 Punkte verlieren. Aber du hast einen Kompagnon, um weiterzukommen. Also Steve, trifft deine Wahl. Er ist unser bester Freund. Na komm, wir lassen ihn mal leben. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Komm. Wir verschwinden hier zusammen. Okay. Hallo. Die Riegel waren auf der falschen Seite. Oh. Ich denke, du musst dich da drauflegen, Steve. Hallo? Oh Mann, ich werde sicherlich meinen Job verlieren. Hi Steve. Schön, dich wiederzusehen. Nun, second stage of our game. Zweite, ich weiß nicht, wie es... Nun zeig mir, wie sehr du überleben willst. Wie viel Fleisch kannst du donaten, um damit du durch den Himmel gehen kannst? Okay, neben dem Tisch ist eine Skala und du musst Fleisch reinfüllen. Oh, okay, du musst deinen Arm abschneiden und schaffst es in den Himmel. Aber das wird dich 30 Punkte kosten. Was? You can rip your arm off and go to way to heaven. But if your friend Alfred still has his wits about him, okay. Du kannst auch seinen Arm abschneiden. Und dann gehst du die Road in die Hölle. Das Gute daran ist, es kostet dich nur 10. Take your pick, Steve. Hey, du, stell dich mal dahin. Cut of your arm oder Alfreds Arm? Ach komm. Ah! Sorry, Alfred. Ey, ich hab dir schon dein Leben gerettet. Kannst du mal ruhig einen Arm raushauen? Danke. Mr. Alfred beschwert sich jetzt auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht wie ein Arm, aber meine Güte. Zehn Punkte removed, ey. Oh Gott, was war das denn? Alter, Flashing Lights. What? Das ganze Game nochmal? Nee. Das ist aber ziemlich blöd gesetzter Save Point, da bin ich jetzt mal ehrlich. Ja gut, aber er hat den Save Point wahrscheinlich so gesetzt, weil du kann ja sein, dass du nicht ganz durchkommst und dann andere Entscheidungen treffen willst. Hallo. Ja, ich weiß. Also ich würde sagen, wir nehmen Steve mit, schneiden seinen Arm ab und dann passen wir ein bisschen besser auf.
Vielleicht können wir Steve ja auch noch so ein paar andere Teile entnehmen im Laufe der Zeit. Hier ist so ein fieser Tisch. Da musst du die richtigen Triggerpoints finden. Second Stage. Sorry, Alfred. So ist halt das Leben, Alfred. Es tut mir wirklich leid. Ich hab dir das Leben gegeben, jetzt gibst du mir den Arm. So einfach. Also wenn sich schon einen besten Freund sucht, der Alfred heißt, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, offensichtlich. Oh Gott. Oh Leute, Epilepsie-Warnung. Ist ja ganz schlimm. Ah, okay. Das wäre die andere Tür gewesen. Willkommen im Finale, Steve. Das ist der letzte Test. Das ist ein leichtes Spiel. Mal sehen, ob du Glück hast. Just enter a password to open the door and go. Das Passwort hat 3 Digits. 185. Du musst nur die Reihenfolge richtig haben. Aber für jeden falschen Versuch verlierst du 10 Punkte. Oh Gott. Oh, und du hast nur 2 Minuten Zeit, weil ich sonst die Wände zerquetschen. Okay, 5, 8, 1. Enter. Boah, warte mal ganz kurz, ich kann... 1, 8, 5, 5, 8, 1. 8, 1, 5. 1, 5, 8. 1, 8, 5. 5, 8, 1. Okay. Blöd gelaufen. Oh nein, nochmal von Anfang. Oh nein. Na toll. Ja. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie Zeit zu überleben, aber eigentlich... Ach komm. Sorry, Alfred. Tut mir echt voll leid. Ich kann nur meinen abschneiden. Ja.
Aber das heißt, du kannst im Endeffekt ja keine Punkte sparen. Was kostet jetzt 30 Punkte? Dann habe ich 70. 60. Und ich hätte so oder so nur 60. Wenn ich ihn jetzt mitgenommen hätte, hätte ich 30 gezahlt, dann seinen Arm. Also ist das prinzipiell der schnellste Weg, hier durchzukommen. Ah. 185. Ich mach mal kurz wieder hier. Keine Ahnung. 5. 1, 8. Ah! Okay. Ja, gut, da fehlt mir jetzt ein Arm, aber meine Güte. Also ich glaube, der beste Weg wäre, den Kumpel zu nehmen, den dem Arm, dann kommst du natürlich am gesündesten durch, aber ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Cool, Leute. Ja, war so mittel. After Midnight fand ich ganz geil. Mold fand ich eigentlich irgendwie am besten bisher. Jetzt mal den Funny Horror hier, Poopkiller mal, ne? Das ist eine Klasse für sich. Clowns Fun. So, The Elevator, Josh. I've been working at Hotel Front Desk for a week on the night shift. Also wir arbeiten am Empfang im Hotel in der Nachtschicht so. Und irgendwie ist der Fahrstuhl ein sehr mysteriöser Ort. So, und er will sich das ansehen, und um herauszufinden, was genau dort passiert. Und das, Leute, sehen wir in einer High-Quality VHS-Super-Episode beim allernächsten Mal. In der Trash-Horror-Collection, Freunde. Ich hoffe, ihr habt noch Bock und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, reingehauen und ciao.